Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute das Buck 110 Folding Hunter in a Special Edition, The Chairman Series, My Grandfather's Craftsmanship, A Legacy for Generations Strong. Also die handwerkliche Fähigkeit meines Großvaters, eine Legacy, ein, man könnte sagen, Erbe. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Forever Warranty finde ich sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen Tabletop und gucken uns das Schnuckischen mal an. Kommt hier in so einer wirklich schönen, so ein Kartönchen. Sieht ein bisschen oldschool aus. Das alte Zeichen von Buck. Da drauf ist der Chuck Buck. Der Chuck Buck. Gut. Dann haben wir hier noch Chuck Buck. Famous Forever Warranty. Was willst du mehr? So, Tabletop. So, da haben wir das schöne Teil. Ja. Wie immer bei Buck die Klinge 420 High Carbon. Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt billiger Stahl oder so. Das ist ein Standardstahl, der bei Buck benutzt wird. Sehr schön verarbeitet. Also 420 High Carbon bedeutet ja, großartig schön. Ein bisschen was anderes. Als wenn man einen normalen 420er nimmt, durch den hohen Carbon, also sprich Kohlenstoffanteil, ist der sehr schneidfreudig, wesentlich schneidfreudiger als normaler 420. Man darf die im Prinzip gar nicht miteinander vergleichen. Ja? Aber ich blende euch mal die Verhältnisse von 420 und von 420 HC ein. Und zwar da und da, nee, da und da in Vergleich. Dann haben wir hier eine sehr schöne Vintage Lederscheide, die kommt echt urig daher. Also die ist schön, die ist toll. Oh, Freunde, Vögelchen, sehr gut. Ich habe nämlich wieder Vogelfutter ausgestreut, ja, überall hier. Ich freue mich immer, wenn die kommen hier, gerade im Herbst. Also diese schöne Scheide hier, auch hier mit 110. Und hier noch ein bisschen, ne? Proudly made in USA, ja? Einpunziert, zum Teil doppelt gestochen und das riecht, oh, ein Träumchen. So, dann haben wir also hier, wie gesagt, 410 High Carbon, ein Hohlschliff, zweite Phase, eine Swatch, Fehlschärfe, eigentlich Swatch, aber Fehlschärfe ist eigentlich, wenn es ums Ricasso geht. Ja? Aber hier seht ihr es, die typische Hechtform, Klingenform. Neusilberbacken. Vier sichtbare Nieten, also aber auch noch eine hier. Ja? Und da ist die Plakette von Buck. Und auf der Seite haben wir die Unterschrift von Chuck Buck. Das Holz ist rotes Kirschholz. Und das sieht echt geil aus. Bezogen habe ich das bei Milas Boards. Muss ich aber gestehen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es direkt bei Milas Boards auf der Webseite bezogen habe. Habe ich es bei Amazon bezogen oder war es bei Mega Outdoor World? Ich kaufe, das sind die drei Sachen, die ich, wo ich sage, da kriegt man die Milas Boards Sachen her. Und tja, der hat ein unheimliches Repertoire an Zeug, der Herr Lacher. Wahnsinn. Zum Vergleich mal ganz kurz gezeigt. Von der Größe her heute noch im Einsatz gewesen. Das Lagiol von Passion France. Ja, 12er Griff, woraus sich die Klinge auch ergibt. Und noch zum Vergleich hier,
mein etwas kleineres. Okay. Drei nette Kumpels, finde ich. Ja? Aber die sind nicht so direkt zu vergleichen. Da hinkt der Vergleich. Das liegt aber einfach, das ist einfach nur mal zum Vergleich für die Größe der Messer. Ja? So, dann wollen wir uns mal um die Daten kümmern. Wir haben, ne? Nö. Kram. Wir haben eine Gesamtklingenlänge von 10 cm, eine brauchbare Schneide von 9 cm, ja, also ein Zentimeter geht hier hinten verloren. Meins rechte Rücken. Und wir haben ein sattes Gewicht von 182 Gramm. Ja. Gesamtlänge liegen wir bei 22 cm. Und das ist meine Ansage. Dann haben wir Vergleich dazu. Der Worker 124, das Lagiol Tara, hallo, das Lagiol 91. Gut. Ja, unter der Bank liegt uns der Lukas. Ich hatte eigentlich so nie ein besonderes Faible für das 110. Das ist aber mit dem hier erwacht. Seht ihr hier die sehr saubere Verarbeitung. Die sehr saubere Verarbeitung. Ja, den Backlog. Man sagt, da jetzt habt ihr im Lichtschein ein bisschen die vierte Niete gesehen. Ja? Übergänge hier überhaupt keine. Sehr, sehr sauber und solide verarbeitet. Ich hätte es vielleicht sogar gerne gesehen, wenn die unter den Nieten noch kleine Rosetten angebracht hätten. Also Rosetten hat man früher bei Lagiol benutzt, um halt das Material ein bisschen zu stabilisieren. Ja, guckt euch das mal an, ist das schön. Also, da kannst du nicht meckern. Das ist ja der helle Wahnsinn. So, dann haben wir eine Griffstärke von, also mal gucken hier, so, dass ich euch nicht belüge, 15,1 mm Griffstärke in der Höhe, in der Mitte 19,4, hier vorne an der Backe 23,4, hier hinten am Ende des Backlogs 27,4, sehr gut. Das Back liegt nach wie vor sehr gut in der Hand, ist ein Schneidteufelchen, das liegt am Hohlschliff. Und arbeitet sich toll durchs Holz. Das ist ein Vergnügen. Also ich kann noch aus den 80ern berichten, als ich ja, frisch meine erste Wohnung bezogen habe und mich am liebsten in der Nähe, also ich habe in Neuwied gewohnt, mich am liebsten in der Nähe im Texas Salon so ein bisschen aufhielt, wo die ganzen Biker waren, ja, unter anderem auch der Dan Friedrich, mein späterer Nachbar, Boxer, der hat auch gegen den Axel Schulz geboxt, leider verloren. Die hatten alle, grundsätzlich alle, ein Buck 110. In so einer Gürteltasche am Gürtel. Ja? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Der Backlog ist auch sehr solide. Also da kann ich euch sagen, der hält den Spinewreck-Test stand. Der ist so ganz hinten angebracht. Ja?
Und hier befindet sich die Achsniete für den Backlog. Ja. Kann ich wegräumen. So. Seht ihr das? Hier also ist die Achsniete für den Backlog. Hier geht es hinten runter. Hier ist die, man könnte sagen, die Wippe. Ja. Zack, und rastet auch gut ein. Alles plan abgeschliffen. Hier ist abgerundet. Hier ist nichts, was einen großartig beim Schneiden oder so irgendwie, wo es einen Hotspot für ergäbe. Liegt wirklich toll in der Hand. Ob das jetzt Absicht war, ich weiß nicht, ob man in den 50er, 60ern, ich glaube, das ist so die Zeit gewesen, als das Messer rauskam. Ob man sich da um Ergonomie scherte oder eher nicht. Keine Ahnung. Klingenhöhe hier. 19,5 hier vorne, wo die Switch anfängt, hier 20,1, 19,5, 20,1. Es geht also hier ein bisschen hoch. Das liegt daran, dass hier der Bauch beginnt. Ja. Dann haben wir hier von da nach da. Gehe ich mal hier gucken, weil hier fängt die, kommt die Switch unten auf den Hohl, auf den Hohlschliff. Haben wir 16,8. Und das macht das Messer eben zu einem regelrechten Schneidteufelchen. Also mir gefällt das außerordentlich gut. Neusilber Backen, alles tadellos verarbeitet, wie du es sehen könnt. Ja, also hier gibt es nichts zu meckern. Also wer hier meckert, der meckert auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber da sind wir Deutschen ja federführend drin, würde ich mal so sagen. Mit der Plakette rundet das Gesamtbild noch ab. Sehr schönes Messer, also... Da bin ich dann doch froh, dass ich es mir gekauft habe. Also das hier könnte ich jedem... Also ich finde schon noch ein Buck 110 gehört eigentlich in eine Messersammlung rein. Ja, genauso wie ich der Meinung bin, dass so ein sauberer Tisch auch wichtig wäre. Ein Lagiol. Ja, es muss jetzt nicht so ein hochpreisiges, teures sein, wie ich das hier habe. Das kostet ja 350 Euro. Oder ein Worker, okay, der gehört ab sofort oder absolut in jede Messersammlung. Also, nee, Eigenwerbung stimmt. Naja, komm, ich sag mal hier ein Lagiol. Wer sich überhaupt ernsthaft mit Taschenmessern beschäftigt, nennt ein Lagiol. Und Buck 110. Hey, warum denn nicht, Leute? Ich meine, das ist Sahne. Ja? Ich war heute noch mit der Familie, hatten wir unseren Samstag, die langen Samstage, das heißt, das, oder die langen Wochenenden. Das sind, bei mir sind die langen Wochenenden, wenn wir, wenn ich samstags nicht arbeiten muss. Jetzt wollen wir mit Frau Brehm heute arbeiten und dann haben wir uns einen Männervormittag gemacht. Dann kam Frau Brehm heim, dann haben wir noch schnell Reifen gewechselt und dann jo, sind wir zu Ikea essen gegangen. Sie hat Köttbullar, das heißt eigentlich übrigens Schöttbullar und nicht Köttbullar, Schöttbullar gegessen, der Junior auch und ich. Typisch schwedisch, ein Rumpsteak. Und da habe ich dann ganz genüsslich mit meinem Back das geschnitten. Da gingen manchen Leuten die Augen auf, die haben es wohl erkannt. Der eine hat auch noch freundlich genickt so, und zog so ein bisschen die Mundwinkel so hoch, so als wollte er sagen Respekt. Ja? Und wenn wir samstags frühstücken gehen, dann habe ich meistens mein Lagiol dabei. Eigentlich hätte ich ja für ein Steak das hier besser genommen und das hier morgens zum Frühstücken. Aber... egal, ich frühstück gerne mit den Sachen, die ich liebe. Ja? Also frühstücke ich auch gerne mit Frau Brehm. Irgendwann nehme ich das hier auch zum Festbann bei Ikea mit. Ja? Also, das war mein Review über das Buck 110 Chairman Edition. Fazit, Buck 110 Chairman Edition, so heißt es ja, oder Chairman Series. Das ist ein echtes Sammlerstück, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Ich finde es toll. Richtig schönes Vintage-Messer mit neuen Methoden gebaut und einer schönen Vintage-Gürteltasche.
Ich habe mir übrigens angewöhnt, auch Messer mit Aufschlagschutz leise zu schließen. Das hat einfach damit zu tun, dass man die Leute nicht mehr erschrecken möchte. Was leider in Deutschland immer mehr um sich greift, dass man da so... Das hier hat sogar einen doppelten Aufschlagschutz. Das hat hier innen drin einen kleinen Pin, wo es drauf kommt hier das. Also was heißt ein Pin? Eigentlich eine Niet. Und innen drin ist noch so eine kleine eine Vertiefung in den Klingenrücken oder in den Griffrücken eingearbeitet, sodass das Messer gar nicht aufschlägt. Aber trotzdem, ich finde es viel schöner, wenn man die Sachen leise schließt und die Leute nicht erschreckt. Denn für viele Leute, leider ist es immer noch so, ist ja mal ein Messer dieser Größe ein Angstfaktor. Ja, aber nicht so bei mir. Für mich ist das ein Spaßfaktor. Für mich ist das, gehört das so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, was wäre ich denn ohne Messer? Also ich. Schönes, tolles, führiges Messer, Buck 110, Chairman Series. Besorgt euch, solange es die noch gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch lange gibt. Übrigens, die Fehlschärfe, die sieht, oder Swatch, die sieht schon sehr scharf aus, aber... No? Nuscht, gut. Buck 110, USA. Was gibt's über dieses Messer zu sagen? Benotung? Bewertung? Auf einer Skala von 0 bis 110 ist das eine volle 110. So, Links dazu packe ich euch in die Beschreibung. Ja, und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Abo anklicken, Glocke an, kein Video mehr verpassen. Entschuldigung, wenn ich das dem Dennis so klauen muss. Aber der Spruch ist einfach gut. Und jetzt hier ist noch Platz bis zum Ressortende, sodass also da nichts aufschlägt. Guckt, lasst euch das nochmal schnell durch die Augen gehen. Oh. Muss mir so zeigen. Das ist ja einfach kein Messer von der Stange. Wie gesagt, macht's gut, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Tschüssle.